Ja, hallo an alle, die jetzt da sind. Vielleicht habt ihr schon so übergreifend mitbekommen. Jetzt haben wir gerade die Manager, Direktoren und Executives schon einmal die Präsentation durchgespielt, die wir am Samstag haben. Es wird ein super tolles Programm. Wir sind jetzt schon doppelt so viele Leute als in Deutschland bei der Veranstaltung waren am vorigen Wochenende. Also wir können ganz stolz sein, auch auf dieses Team. Und ich sage nicht österreichisches Team, weil es kommen welche aus Deutschland, aus Rumänien, aus unterschiedlichen Ländern, aus Italien zu uns, zu unserer Veranstaltung dazu. Das heißt einfach, danke an das ganze Team für diese Energie, die jetzt gerade hier entsteht. Und ja, wir haben jetzt schon, so wie es ausschaut, mindestens 100 Anmeldungen. Es geht wirklich voran. Und ich bin mir sicher, dass viele gerade diese Woche gerade überlegen, welche Leute hätte ich gern dort dabei, dass die mal wirklich verstehen, worum es da geht. Die Größe verstehen, die Aufbruchsstimmung verstehen. Darum habe ich auch das heute so genannt. Es entstehen so viele Ränge derzeit und so viele Partner. Wie viele entstehen gerade in deinem Team? Wie viele entstehen in deiner Gruppe? Wie viele Ränge stehen in deiner Gruppe? Wenn nicht, bring alle Leute aus deinem Team, die gerade so noch nicht wirklich wissen, was sie mit dem Thema Isaac Jennings anfangen sollen, mit dem Business oder den Produkten anfangen sollen. Die nehmen alle zur Veranstaltung mit. Wir haben Business-Inhalte, die toll sind, eine super Präsentation. Wir haben über Geschäft und Produkte, wir haben über die einzelnen Produktbereiche tolle Sachen, Vorträge, wo man auch tiefer in die Materie eingeht. Wir haben so gut wie alles zum Verkosten dort trotzdem. Wenn ihr was Spezielles für eure Leute mitgeben wollt, bitte nehmt das mit, was ich halt alle bitte, dass dort nicht die Supermix-Schachtel steht und da geht jeder hin und nimmt sie fünf raus. Also bitte, es soll nicht sein für einen Heimbedarf, sondern es soll sein zum Verkosten von vor Ort. Ja? Und jeder, der Manager, Executive höher ist oder auch erst Consultant oder vielleicht sogar erst ganz neu eingeschrieben ist, engagiert sich vielleicht auch in den Pausen und helft mit. Wir werden Mixer dort stehen haben, wir werden so Shakerflaschen dort stehen haben. Misch mal einfach die ganzen Proteine an. Wir haben dort Gläser stehen. Jeder kann sich dann aus der Flasche oder aus den Shakern was in die Gläser einfüllen. Misch mal auch Supermix an, XM Plus. Es braucht nicht jeder ein ganzes Sachet, aber kann jeder ein Glas trinken. Da können wir alle Leute dort wirklich versorgen, dass jeder jedes Produkt vielleicht durchkosten kann. Ja? Man kann genauso auch das Greens in einer großen Shaker gleich anmischen, mehrere Portionen und dann ausschenken in mehrere Gläser. Also wenn wir alle da gut miteinander umgehen und alle, die auch Partner sind, sich engagieren in der Pause und nicht sagen, so, jetzt setzen wir irgendwo hin oder sonst was, sondern mithilft, wir sind alle in der gleichen Situation. Wir haben irgendwann uns angemeldet als Kunde, haben umgeswitcht von Kunde auf Partner und haben begonnen, dieses Geschäft aufzubauen. Und wenn jeder das auch so empfindet, dass er Teil dieser Veranstaltung ist und nicht Gast und nicht nur als, ich komme bei der Tür rein und habe ein Ticket gekauft, weil wir haben alle das Gleiche fürs Ticket bezahlt, aber es soll sich jeder fühlen, als wäre es seine eigene Veranstaltung. Und es wird natürlich dann von der Energie ganz anders, wenn du selbst zwei, drei, vier, fünf Gäste mit hast. Wie spannend ist es, wenn du links und rechts schaust und da denkst, okay, jetzt haben meine Leute mal gehört, wie der Vergütungsplan funktioniert. Jetzt haben meine Leute mal, egal ob Kunden oder Interessenten oder Partner gehört, wie wirklich alle Produktbereiche ausschauen und was diese Produktbereiche beinhalten und wie man vielleicht vom Leo dann hören, wie man einen Clean Day macht oder so, weil man es vielleicht selbst noch nicht erklären kann. Wir werden sehr viel selbst lernen, aber auch unsere Leute, die wir mithaben, werden ausgebildet am Abend nach Hause gehen. Wie genial ist denn das? Und es passiert so viel derzeit. Und wenn ihr gerade diese Power in eurem Team nicht habt, dann kommt es hin mit euren Leuten und die werden angesteckt werden von der ganzen Teambauer. Darum habe ich den heutigen Call auch so genannt. Wir haben diese Woche, also letzte Woche von bis gestern, nur letzte Woche in den 7 Tagen, 147 neue Leute ins Team bekommen. In einer Woche 147 neue Leute. Also es braucht keiner sagen, da draußen hat ja keiner Interesse. Vor ein paar Wochen habe ich gesagt, wir haben 100 Leute die Woche. Das war toll. Und vor ein paar Monaten habe ich gesagt, wir haben 50 Leute die Woche. Das war schon toll. Und vor 1,5 Jahren habe ich gesagt, wir haben 10 Leute die Woche dazu bekommen. Und das war auch toll. Aber es kriegt ganz andere Dimensionen. Wir sehen, dass die Leute immer mehr auf das schauen, was wir anbieten. Nämlich eine Top-Team-Energie. Das ist das, was die Leute suchen. Community, wo es einfacher ist, das Geschäft, wo man nicht alleine dasteht, sondern weil ein ganzes Team zusammenwirkt, damit jeder Einzelne erfolgreich werden kann. Wir hatten letzte Woche 33 neue, 34, schon 34 neue Ränge, weil wir haben auch einen Zwei-Star dazu bekommen. Die anderen Stars sehe ich erst in einer Woche, wirklich. Aber einer habe ich gleich gratuliert, weil die Jasmin habe ich gesehen, sie ist Zwei-Star geworden, das heißt, sie entschuldigen, dass sie heute nicht da sein kann. Sie ist gerade bei ihrer Tochter und unterstützt die. Aber es ist super,
Ganz super. Gratulation auch auf diesem Weg nochmal, Jasmina. Zwei Star Executive. Ganz, ganz toll. Wir haben jetzt mehrere Zwei Stars schon und das finde ich super. Und eins, das haben wir. Und wir haben auch welche, die nur fünf, nur. Wir haben welche, die fünf cyclen. Ich möchte nicht nur sagen, weil fünf cyclen ist schon toll. Fünf Cycle-Boni sich geholt haben. Etliche Leute. Es ist so toll. Und wenn jemand nicht weiß, was ein Fünf-Cycle-Bonus ist, am Samstag dabei sein. Wir werden all diese Sachen erklären. Aber was ich euch da mitgeben möchte, wir haben derzeit Energie im Team, die ist gigantisch. Wenn ich mal denke, in wie vielen Gruppen immer mehr Ränge entstehen, immer mehr Teamwachstum entsteht, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun, sondern auch nicht nur mit einer einzelnen Person irgendwo als Führungskraft, sondern die ganze Teamenergie, die da passiert. Und das ist das Großartige. Ich meine, vielleicht, Monika, vielleicht kannst du sagen, ich weiß, dass bei dir ganz viel passiert, bei der Miriam viel passiert. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen sagen, was bei euch als Stimmung gerade im Team da abgeht. Ja, du darfst ja nicht vergessen, Gerd, ich komme nicht aus dem Network Marketing, bin ja ein totaler Quereinsteiger und habe jetzt 890 Leute unter mir. Im heutigen Jahr aufgebaut. Also wenn jemand sagt, wie kriege ich 10 Leute ins Team, vergesst die 10 Leute, es kann viel mehr passieren, wenn das Mindset passt und auch der Wille und auch der Wille, etwas zu tun, weil ich weiß, wie oft ich mit der Monika telefoniere, wo sie sagt, Gerhard, die Woche war so anstrengend, ich bin erledigt. Ich bin froh, wenn ich mir heute einfach nur irgendwo auf der Couch setzt und einmal ein paar Stunden und am nächsten Tag wieder Schnellzug ist sie schon wieder unterwegs. Sie hat mir vorher gerade erzählt, was die nächsten Möglichkeiten sind und heute wahrscheinlich noch jemand aus Italien eingeschrieben wird und und. Also es ist kein Zufall, warum manche Leute extremes Teamwachstum haben. Und andere eher weniger. Es geht nämlich nur um die Anzahl der Kontakte, die im Team bereit sind, also wo die Teammitglieder bereit sind, Kontakte zu machen. 10 Kontakte ist meistens ein, zwei, drei Partner. 10 Partner bedeutet ein, zwei, drei, die auch immer qualifiziert sind und etwas tun. Und von 10, die etwas tun, entstehen dann auch ein, zwei, drei Executives daraus. Aber der erste Punkt ist, mit wie vielen Menschen gehe ich in Kontakt und biete denen überhaupt die Möglichkeit auf mehr Lebensqualität, auf mehr Gesundheit, Zeit und Geld an. Und Gratulation, Monika, das macht sie im Team großartig. Danke, weißt du, der Josi hat auch damals ganz am Anfang gesagt, man muss eine Entscheidung treffen. Ja? Willst du es tun oder willst du es nicht tun? Und ich habe eine Entscheidung getroffen, die Miriam hat eine Entscheidung getroffen und wir arbeiten jeden Tag von Montag bis Montag. Ja? Und das viele Sprechen, das viele Telefonieren ist so anstrengend, dass wir uns am Nachmittag oft eine halbe Stunde hinlegen und sagen, wir können nicht mehr, wir müssen jetzt wieder Energie tanken. Und dann geht es wieder weiter. Aber wir haben so, das ist fast wie eine Sucht, weißt du? Das ist also, wir sind so angetrieben, die Miriam und ich. Ja. Und das macht richtig Spaß. Man sieht es jetzt an deinem Gesicht. Es ist anstrengend, es macht Spaß, wie bei einem Spitzensportler. Es ist anstrengend, wenn der sein Marathon läuft. Aber schaut einmal, wie die alle ins Ziel laufen. Auch wenn sie erst nach 4 Stunden die Hobbysportler ins Ziel kommen, so ein Leck nach 5 Stunden. Das ist wahnsinnig anstrengend. Aber es ist eine Leistung, die es gebracht hat. Es ist Freude, dann das Ziel zu erreichen. Und ihr habt so viele Ziele schon erreicht. Aber Miriam, vielleicht sag auch ein paar Worte. Ich meine, jetzt, ihr zwei seid ja Absolut. wirklich dein Dream Team auch gemeinsam. Absolut. Und ich muss ja wirklich sagen, ich kann das nicht verstehen, wenn man das verstanden hat, was dieses Business mit sich bringt, welche Chancen, welche Möglichkeiten wir alle machen, das um Geld zu verdienen, wie man da nicht ins Tun gehen kann. Ich kann es für mich nicht verstehen. Also ich habe ganz, ganz große Ziele und auch einmal vom Ziel ein bisschen wegzugehen, weil wenn das einmal eine Eigendynamik annimmt und ich glaube, jeder, der schon einmal einen Rang erreicht hat oder einen Cycle oder was ausgezahlt bekommen hat, weiß, wovon ich spreche, das motiviert ja zum Weitermachen. Und wie du richtig sagst, Monika, entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Und da gibt es nur diese zwei Varianten. Und alle, die so halb herumtun oder sagen, es funktioniert bei mir nicht, die haben vielleicht das Geschäftsmodell wirklich für sich noch nicht so erkannt, dass sie das einfach nicht so rüberbringen. Und ich glaube, das ist so wichtig und deshalb ist es auch so wichtig, dass man bei den Events dabei ist. Ich meine, ich bin Executive, ja, Monika ist Direktor, viele Manager da. Wir sind alle auf einem super, super, super Weg, uns gegenseitig zu unterstützen. Das heißt, für mich ist jedes Event, wenn ich ab und zu am Montag nicht dabei bin, ja, dann sind es, weil ich Calls habe, aber nicht, weil ich keine Lust habe, weil ich keine Lust habe auf mein Business.
Das ist für mich, ja, und das werde ich auch am Samstag ansprechen. Gewisse Dinge sind für mich einfach nicht verständlich, weil ich komme wirklich aus dem Network Marketing und diese Chance, die uns hier geboten wird mit Isagenics und auch mit diesen Top-Produkten, diese Kombination habe ich bisher noch nicht gesehen in den letzten 10 Jahren. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, wirklich jedem aus seinem Team, aber auch Kunden, die begeistert sind, einfach einzuladen, da Teil davon zu sein. Stellt euch vor, eure Kunden, Interessenten oder Freunde, die noch gar nicht viel wissen über Isagenics, sitzen am Samstag im Raum und kriegen diese Frauenpower ab. Ja? Monika wird alles geben, Miriam wird alles geben, André, Mischa wird alles geben, ich und der Josie und der Leo und Werner, der macht Produkt und im Geschäftsbereich was. Die Vicky und der Peter haben so und so was ganz, ganz Besonderes, sicherlich auch beim Leo dann im Beitrag, wo sie uns ein bisschen was erzählen können. Es passieren so viele Dinge. Wir sind ein großes Team, ja, da habe ich noch nicht alle genannt, ein großes Team, wo jeder seine Stärken mitbringt. Und jetzt stellt euch vor, was, wir kennen es aus dem Fußball, wenn so 11 gute Leute zusammenspielen, dann spielt man Champions League und genau dort bewegen wir uns hin. Und ihr wisst auch, im Fußball in der Champions League verdient man auch Hunderttausende im Monat. Und das Gleiche ist, wo wir uns gerade als Team auch hinbewegen. Nicht jeder allein wird wahrscheinlich dorthin kommen, aber als Gruppe, als Team, können wir jeden, der auch sagt, boah, ich habe gerade keine gute Situation, dann nimm deine Leute mit. Wir motivieren eh komplett da rein. Und wir haben auch in der Pause die Möglichkeiten, mit deinen Leuten, mit deinen Interessenten so viel wie möglich Gespräche zu führen. Wir haben die Geschäftsleitung dort, ist der Stefan Strumpf da und der Kevin Denham, es ist der Sales Director für ganz Europa, steigt in den Flieger und kommt her. Ja? Wenn ihr da Fragen habt, super, könnt ihr auch einmal Fragen stellen, andere Dinge. Das heißt, wir haben die Creme de la Creme da von den Partnern und von der Geschäftsleitung. Und da kann man nur sagen, wer das nicht nutzt, da ist echt schade. Ja? Und wenn ich mir denke, dass in manchen Ländern Amerika so für solche Tickets 250 Euro oder was, kannst da ein Ticket kaufen und so. Wir haben das für 15 Euro gemacht und davon spenden wir ein Drittel. Ja? Das heißt, es für Kinder in Not. Also ihr tut sogar noch was Gutes. Aber um das geht es gar nicht. Tut es für euch was Gutes. Und wenn ihr sagt, boah, ich bin so müde, jetzt geht es nicht wirklich gut, mein Business. Schaut, dass eure Interessenten mitnimmt, die es vielleicht dann verstehen. Schaut, dass eure Partner mitnimmt, die es dann verstehen. Wenn ich mal denke, in Saalfelden, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Monate, ja. Was seit Saalfelden bis jetzt für Ränge entstanden sind. Miriam, welchen Rang hast du gehabt in Saalfelden? Wollte nicht mitfahren. Kannst du dich erinnern? Ja, du wolltest nicht. Das ist nicht einmal gut ein. Ich wollte nicht mitfahren. Vielleicht versteht es der ein oder andere von euch, diese Networking-Events sind nicht meines. Ich bin ein Einzelgänger, ob man es glaubt oder nicht. Ja, und welchen Rang habe ich gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es damals nicht gewusst, ich weiß es heute nicht. Manager? War es überhaupt schon Manager oder war es noch Consultant? Nein, es war schon Manager, glaube ich. Weil war schon Manager. Dann eingeführt hat, dass ich schon Manager bin. Aber ein Manager ohne Warum noch und ein Manager ohne einer großen Vision. Und auf einmal, nach dem Event, hat es mit der Monika gemeinsam eine Entscheidung getroffen und dann war die Vision da. Und auf einmal Direktor, Executive und dann die Stars in die Höhe. Und das ist so spannend, was passieren kann bei einer Veranstaltung mit jedem Einzelnen. Und wenn ihr sagt, ihr seid jetzt von irgendwo weit weg, es ist jemand hergeflogen, 1000 Kilometer, weiß ich, der kommt jetzt die Woche gerade an. Und dann andere fahren, ich weiß nicht, wie viele hunderte Kilometer mit dem Auto, dass sie dabei sind. Manche steigen in den Flieger und. Also es passt, vielleicht ist es euch wert. Aber denkt auch darüber nach, welche Leute kennt ihr in Wien, die da gern dabei wären, die ihr einfach hinschickt zu einem Event und sagt, du, im Notfall meldet euch beim Gerhard, bei der Monika, bei der Miriam, sagt einfach Hallo, sagt, ich bin vom Thomas Fink, 3 Leute und der hat gesagt, wir sollen zumindest euch die Hand schütteln. Und dann den Rest macht er eh noch der Veranstaltung. Und denkt mal darüber nach, wie wäre es, wenn ihr nach dieser Veranstaltung ein paar Führungskräfte hättet? Im Idealfall 10 Gäste mit und 10 wären Consultants. Du bist Executive nach diesem Event. Vielleicht hast du aber nur 2 Leute dort, aber die 2 wären Consultants und du bist Manager. Alles kann dazu beitragen, dass dein Geschäft nach diesem Event ganz andere Dimensionen erreicht. So wie es auch war nach Saalfelden. Wenn ich mal denke, wie viele Leute da, die Angie oder auch die Daniela Eisenheld und alle, die alle die Ränge, jeder hat neue Ränge erreicht. Also so viele Leute haben Ränge erreicht. Und das ist auch im Team von jedem. Wenn man jetzt denkt bei der Meier, wie viele Leute da entstanden sind nach diesem Event in Saalfelden, das war großartig. Das war spitze.
Also ich kann jedem nur raten, wirklich alle, die ihr im Team habt, die gerade herumeiert, aber trotzdem gerne ein besseres Leben hätten, die sollen sich doch selbst noch einmal anschauen, ob nicht der Event etwas verändert. Mehr über die Produkte, mehr über das Geschäft zu erfahren, Leute zu sehen, die damals noch gar nicht dabei waren beim letzten Event oder auch in kleinen Rängen waren und jetzt sind sie auf einmal Direktor oder Executive. Vielleicht denkt sich der eine oder andere von euch, na, wenn es die kann, kann ich es auch. Monika, gerne. Man unterschätzt eigentlich, wenn man bei so einem Event ist, ja, und ich bin auch kein Eventgeher, aber dort in Saalfelden dieser Spirit, ja, der dort entstanden ist. Ich meine, das kann jeder bestätigen, der jetzt da im Zoom da ist und dabei war. Also das hat ganz was Eigenes gehabt, das hat etwas Magisches gehabt. Und dann, so wie du gesagt hast, und nach diesem Event, wer 10, dann geht es so richtig ab. Und genau das ist passiert, ne, bei vielen. Genau. Wenn man sich denkt, bei dem Event waren wir ungefähr bei 50 in der Woche, jetzt haben wir 150 in der Woche. Ja. Ja? Und jeder von den Führungskräften kennt die Leute oft gar nicht mehr, die irgendwo dazukommen. Das ist ja schon mal das Lustige und das Spannende. Und wenn jemand sagt, bei mir ist es nicht so, dann kann es sein, dass nach dem Event es bei euch genauso abgeht, wenn ihr es schafft, Menschen dorthin zu bewegen, die vielleicht derzeit nicht so den Fokus haben oder das Warum noch nicht haben. Vielleicht finden die dort das Warum, so wie die Miriam. Und ihr habt auf einmal 3 Monate später einen Executive in eurem Team, der sozusagen jeden Tag jemand registriert. Ja? Die Miriam hat einzelne Monate, da hat sie, weiß nicht, 35 Leute, die sie einschreibt. Also das ist wirklich, wenn sie sagt, sie ist so zurückgezogen, finde ich das toll, dass sie aus der Zurückgezogenheit so viele Leute irgendwo herkriegt. Also alles super. Aber es ist ja egal, wie es ist, gehen wir vom Wie weg, sondern gehen wir zum Warum. Die meisten Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die sagen, ja, aber Gerhard, wie machen die das Gespräch oder wie? Sag ich, nein, warum machen sie das Gespräch? Lass mal doch mal die Wie-Fragen komplett weg. Konzentrieren wir uns nur auf die Warum-Fragen. Wie soll ich jemanden ansprechen? Nein, warum soll ich den ansprechen? Weißt du, ein neues Haus willst, weil du besser leben willst, weil du deinen Job kündigen willst. Nicht die Wie-Frage. Wie lerne ich Leute kennen, sondern warum lerne ich Leute kennen, weil das vielleicht meine nächsten Führungskräfte sind. Gehen wir mal von dem Wie weg ins Warum und dann werden wir spüren, dass sich das ganz anders anfühlt. Weil wir da nicht mehr im Mangel sind, sondern schon bei dem Schritt, ich möchte eigentlich dieses Ziel realisieren. Da bist du bei der Warum-Frage. Wenn du beim Wie bist du bei den Problemen, beim Warum bist du bei der Lösung. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel, also jetzt heute leider nicht oben, aber bald beim nächsten Mal dabei, ein lieber Freund von mir, wir sind zufällig zum Quatschen gekommen vorige Woche, hat zu mir gesagt, Miriam, ich habe einen super Job, ich verdiene super, ja, aber ich möchte einfach aus diesem Hamsterrad raus. Mich nervt es einfach, mir geht es da gar nicht nur ums Geld, sondern ich möchte einfach ein freies Leben und das ist sein Warum. Und der ist heute schon in Aktion gegangen und ich gesagt, und das ist genau der Punkt, worum es geht, wirklich sofort in Aktion zu gehen. Und die Mama, und die schreibe ich ein und ich habe schon noch jemanden, den ich anrufe und er ist schon Consultant. Das passiert bei mir in 24 Stunden, nicht einmal. Und da merkt man wirklich die Menschen, die wollen und die tun, weil ihr Warum groß genug ist. Da ist Wie ist nicht einmal die Frage, weil das Wie ist in Wahrheit nicht schwer. Hörer nehmen, anrufen. Super. Gutes Beispiel, ne? Ja, danke, Miriam. Ist ein super Beispiel. Weißt du, was lustig ist? Ich schaue manchmal, ich habe jetzt noch durchgeschaut, nur die Liste von letzter Woche, 147 Leute im Team. Und das Lustige, wenn du so durchschaust, dann hast du oft als Sponsor jemand, der jemand einschreibt, Karin sowieso. Und dann sehe ich drunter, Karin sowieso schreibt jemand ein, Karin sowieso schreibt jemand ein. Wir sehen, dass die gut begleitet werden, innerhalb der ersten 72 Stunden Consultant werden. Und das sind nicht so wenig. Geht nicht bei jedem, ist klar. Wir sehen es, dass es immer häufiger wird, dass manche, die sagen, okay, jetzt starte ich los, dass die innerhalb der ersten Woche ihre ersten 2 Partner schon drunter haben. Damit natürlich auch in die Auszahlung kommen und damit auch Motivation entsteht, weil sie sagen, okay, 44 Euro oder 50 Euro oder 70 oder was halt dann rauskommt nach der ersten Woche, das zeigt, dass ich das auch mal 10 haben kann. Also auch 700 Euro und auch die 700 Euro irgendwann, dass ich die mal 10 haben kann, also auch 7000 Euro. Das gibt ja da nicht wirklich ein Limit und das ist das Schöne. Und ihr seht, wir freuen uns schon riesig auf diesen Event. Und jeder, der sich das Video im Nachhinein anhört, morgen oder übermorgen,
hat dann zwar weniger Tage Zeit bis zum Event, aber nutzt jede Minute. Bin heute selbst gesessen mit meiner Liste und habe durchtelefoniert und habe geschaut, welche Leute hätte ich gerne dabei. Und das Witzige ist, einer hat sogar gesagt, ich habe an dem Tag Geburtstag, ich kann da eigentlich nicht. Und ich habe gesagt, bitte, triff eine Entscheidung, du willst ein Big Business aufbauen mit mir in Zukunft, mit der wir erst vor kurzem gesprochen, nutz die Chance. Und sie sagt, okay, ich schaue, dass ich zumindest am Vormittag dabei bin, aber dann muss ich fahren, weil ich muss ja bei meinem Geburtstag sollte ich schon dabei sein. Ja, aber die Entscheidung zu treffen, ich bin am Vormittag dabei. Ich habe Gänsehaut gehabt. Also ich habe halt ein paar so lustige Gespräche gehabt. Aber warum? Ich habe mich hingesetzt und habe telefoniert und ich kann euch sagen, ein Drittel habe ich nicht erreicht. Und ein paar haben gesagt, du geht nicht. Und ein paar haben gesagt, das ist in Ordnung. Da bin ich dabei. Ich bin auch nicht besser als ihr. Es ist, wir haben wahrscheinlich alle ungefähr die gleiche Quote. Und vielleicht haben manche schon ein bisschen mehr Mut, weil sie schon Routine bekommen haben. Wenn man denkt, die Monika hat am Anfang auch nicht den Mut gehabt, jeden anzurufen, so wie jetzt, wie sie jetzt auftritt, das ist Routine geworden. Aber das war doch am Anfang nicht so. Aber das ist ja bei keinem Sportler so, dass er es am Anfang beherrscht, was er tut. Das ist ja jetzt so ein Roger Federer zu sagen, na, der hat aber oft gewonnen, keine Kunst. Ja, aber hat man ihn gesehen, wie er zwischen 10 und 20 nichts gewonnen hat, aber täglich trainiert hat, stundenlang? Nein. Das ist das, was die Monika gesagt hat und die Miriam, dass er sie manchmal am Nachmittag auf eine Stunde hinlegt oder auf eine halbe Stunde, weil sie nach 3 Stunden durchtelefonieren vielleicht ein bisschen erledigt sind. Und dann geht es weiter, aber mit Freude, weil sie wissen, wofür sie es tun. Die Vision ist da. Und darum fragt sich selbst, wofür wäre es euch wert, euer Team zu vergrößern? Da durchzugehen durch die Anfangsschwierigkeiten und dann irgendwann, und das ist nicht übertrieben, als Millionär ein anderes Leben zu leben. In Amerika gibt es schon über 400 Millionäre und in Europa kommen über die nächsten 3 Jahre ein Schwarmerl nach dem anderen raus, die Millionäre sind. Da kann ich hundertprozentig und aus unserem Team ganz viele, weil wir sind da an der Spitze vorne dabei, bei den Rangaufstiegen und bei den Cycling und, und. Also da spielt unser Team Österreich, Deutschland, Schweiz, egal wo unsere Leute da verteilt sind oder auch in anderen Ländern, eine große Rolle in den nächsten 5 Jahren, werden da ganz viele Millionäre sein. Gar keine Frage. Und das verändert wahrscheinlich bei manchen schon die Lebensqualität, denke ich. Wenn du nicht mehr darauf schauen musst, was es kostet, wenn du zur Frau sagen kannst, das Kleid ist schön, was kostet es? 450 Euro, aber es passt, da gut kaufen muss. Einfach solche Situationen dann auch erleben zu dürfen. Geht einmal in das Gefühl rein. Und ich kann euch sagen, das Leben ist kein Probelauf. Ja? Und irgendwann seid ihr alle Staub, so wie ich irgendwann Staub bin. Aber bis dahin sollten wir wirklich Spaß haben. Sollten wir wirklich nicht nur aufs Geld schauen müssen oder einfach all die Sachen erleben, die großartig sind. Ja? Und wer das möchte, ist bei uns herzlich willkommen, gerade richtig. Und wenn manche sich denken, na, die sind alle ein bisschen durchgeknallt, die da heute gesprochen haben, ja, wahrscheinlich sind wir das auch, aber das macht uns halt einfach Spaß. Was soll's? Wir stehen dazu. Wie sagt man normalerweise, Leute, die etwas anders machen, sind verrückt. Ich verwende ja immer das Wort verrückt, aber ver-rückt. Das heißt, wir sind etwas anders als die Normalität. Wir haben uns einfach aus dem Stau, wo die meisten drinnen stehen, egal ob das jetzt private Probleme sind, finanzielle Probleme oder auch der Stau, wenn du zur Arbeit fährst. Aus dem haben wir uns, so wie der Joe sagt, ein bisschen rausgerückt und sagen, gut, fahren wir woanders hin, wo nichts los ist, wo es mehr Spaß ist, wo man mehr Geld verdient und lassen wir den ganzen Stress einmal in unserem Leben und in dem Leben unseres Teams einmal komplett weg. Wenn wir das den Leuten vermitteln, dann werden uns die Leute die Türe einlaufen, dass sie bei uns registrieren dürfen. Ja, hat jemand Fragen zu dem, was ihr jetzt gehört habt? Oder war es zu viel Power? Na du, eine Interessentin hat mir gerade geschrieben, ihr Kind schläft und ob sie noch zum Zoom dazukommen kann. Ich sag, okay. Jeder kann reinkommen. Ich glaube, das ist so spaßig, das ist echt super und kann jederzeit. Aber habt ihr irgendwann noch eine Frage oder hat irgendjemand vielleicht jetzt heute bei diesem Zoom-Call irgendeinen Aha-Effekt gehabt, wo er sagt, okay, jetzt hat sich bei mir gerade etwas im Weltbild verändert? Ja, Gerhard, ich würde nur sagen, im Prinzip ist es für viele schon interessant, 500 Euro im Monat mehr zu haben, ja, aufgrund der momentan, jetzt kommt die Hetzperiode, die Kosten, viele sagen schon, wie soll man das finanzieren, ich habe jetzt weniger Geld, aber für viele sind 500 Euro im Monat ein Vermögen.
ja, sie jetzt, genau jetzt zu haben. Ja. Aber mit einer besseren Lebensqualität sogar. Genau richtig. Und ich glaube, dass dieses Hamsterrad sich dreht. Ja? Und die Frage ist, steigen wir da aus? Weil wenn man sich denkt, jetzt, wer heute die Medien ein bisschen verfolgt hat, 11% wollen die Metaller mehr. Wenn die 11% mehr Gehalt bekommen, kostet der Mixer auch irgendwann 11% mehr oder der Waschmaschine oder irgendwas. Ja, weil das Gehalt muss ja auf die Produkte umgelegt werden. Wenn jeder 11% mehr verdient, muss es sein. Wir kriegen von der Firma 10% mehr. Finde ich super, ist alles gut. Ja, bringen wir Leute doch da rein, wo wir nicht nur einmalig 10% mehr bekommen, sondern wo du jede Woche um 10% mehr verdienst und nicht einmal im Jahr. Stell dir vor, du hast 52 Wochen jede Woche 10% Gehaltserhöhung. Zeigt's mal einen Job, wo du jede Woche in 52 Wochen 10% Gehaltserhöhung bekommst. Also ich habe bis jetzt in meinen 53 Lebensjahren noch nichts kennengelernt, wo jede Woche 10% mehr verdienen darf. Aber du kannst es probieren. Geh heute oder morgen zu deinem Chef rein. Morgen am besten in der Früh gehen und sagst du, ich war in einer Zoom-Call drin und die kriegen 10% Gehaltserhöhung jede Woche, wenn sie wollen. Ich meine, dann hast du wahrscheinlich genug Zeit für dieses Business, weil der wird dich vielleicht kündigen, aber dann hast du wenigstens eine Entscheidung getroffen und kannst dein Business so richtig groß aufbauen. Was soll's? Haben wir einfach Spaß. Ja, deshalb, wir haben da die Möglichkeit, mit jeder Woche, wo wir etwas dazulernen, auch mehr zu verdienen. Das gibt es in keiner Firma. Du musst auf die Gehaltserhöhung warten und wenn du Glück hast, kriegst du ein bisschen was drauf, ja. Aber hier hast du die Möglichkeit, persönlich zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig auch mehr zu verdienen. Jede Woche, jedes Jahr. Ja, Leo, Gratulation. Und zeigst mir auch irgendeinen Job, wo du auf Urlaub bist und du 10% mehr Gehalt kriegst, weil du dort Leute kennenlernst, die du zufälligerweise oder auch absichtlicherweise ansprichst auf das Business, die dann einsteigen und du hast auf einmal in anderen Ländern eine Einkommensquelle, wo du eigentlich gar nicht so viel damit zu tun hast, außer der Person die Grundlage für dieses Business zu lernen. Und da haben wir verdienst ein Leben lang mit. Und vor allem jeden Montag ausbezahlt wird. Aber wenn du im Urlaub bist und das Geld aus ist, ne, kommt zum Montag wieder. Ja. Das war so lustig, wie ich da am Schiff war vor 2 Wochen mit den 6 Freunden und es war Montag, ne, und die haben gesagt, boah, wir müssen heute nicht arbeiten gehen. Ich habe gesagt, boah, was heute aufs Konto gekommen ist, ist die ganze Reise doppelt bezahlt. Und dann haben sie gelacht. Und ja, es ist halt einfach ein Spaß, aber unser Geschäft funktioniert ein bisschen anders, als die meisten Menschen es gewohnt sind. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder, den ihr kennt, sich zumindest anschauen soll. Nicht jeder wird einsteigen, ganz klar. Aber jeder sollte sich zumindest anschauen, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, damit sein Leben anders zu gestalten in Zukunft. Und vielleicht macht es ja für euch, vielleicht für eure Partnerschaft oder für eure Partnerin, dass die nicht mehr arbeiten gehen muss, weil sie einen Job hat, den sie nicht gern macht. Vielleicht macht es für eure Kinder, dass die bessere Ausbildung hat. Vielleicht macht es auch für die Gesellschaft, dass irgendjemand sagt, ich kann 100.000 jetzt spenden im Monat. Egal, was euer Warum ist, denkt darüber nach, welche Leute noch im Boot sein sollten. Eurer Meinung nach. Ja, ich sage danke, dass ihr heute dabei wart. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und freue mich riesig auf Samstag, dass ich euch alle persönlich wieder treffe, umarmen kann und dass wir riesig Spaß haben gemeinsam. Alles Gute und bis Samstag. Bis